Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Wir haben heute Mittwoch. Ich weiß nicht genau, ob man es merkt. Es ist ein bisschen schlechteres Wetter. Ist auch ein bisschen windig. Ja, wir stehen hier gerade auf dem Rapsfeld und direkt neben mir ist die Gelbschale. Im zweiten Block haben wir die hier ja schon hingestellt. Die haben wir ja hier hingestellt und wir haben jetzt soeben hier mit einer Metallstange und einer extra Halterung die Gelbschale nach hier vorne gestellt. Das Ganze haben wir gemacht, da die Gelbschalen immer mit dem Stand mitwachsen müssen, da sich die Schädlinge oben in den Blüten und in den Knospen der Rapspflanze aufhalten. Unten am Boden sind da gar keine Schädlinge. Deshalb stellen wir die da ein bisschen höher, damit wir dann halt weiterhin genau wissen, wie es auf den einzelnen Rapsfeldern dann auch mit den Schädlingen aussieht, sodass wir dann auch früh genug handeln können. Ja, in den letzten Wochen ist ganz schön viel passiert. Werdet ihr alles in diesem Vlog dann erfahren. Wir waren zum Beispiel in Mannheim, haben dort ein John Deere-Werk besucht, haben außerdem die Hafer und die Ackerbohnen gesät und Dünger gestreut haben wir auch noch, aber dazu später mehr. Ja, wenn wir uns hier den Raps angucken, können wir schon einen deutlichen Unterschied im Vergleich zum zweiten Block sehen. Der ist jetzt hier vorne schon wirklich richtig groß geworden. Hier fängt er so langsam an mit der Knospen- und der Blütenbildung. Ja, insgesamt können wir hier sagen, dass der Raps sehr, sehr gut steht. So, ich bin jetzt an unserem Getreidesilo angekommen, hier vorne, das Getreidesilo. Wir hatten in dem Silo Gerste gelagert, da passen um die 1000 Tonnen rein. Wir hatten das Silo aber nicht komplett voll. Wir haben jetzt noch um die 350 Tonnen drin und haben schon um die 375 Tonnen jetzt raus, also verladen. Und im Hintergrund könnt ihr es vielleicht schon so ein bisschen sehen, unsere blaue Schnecke. Die Schnecke haben wir nämlich an unserem Silo dran, einmal zum Befüllen und zum Entleeren. Die Tage stand hier vorne an der Zapfwelle noch unser 190er. Der steht jetzt gerade aber am Holzspalter. Kann ich euch nachher noch zeigen. Ja, kommen wir erstmal eben kurz zu der Schnecke. Wir haben in dem Silo unten Schnecken drin, so dass wir das Ganze dann nach hier vorne nach draußen befördern können. So nach hier vorne, wo wir dann den Trichter hier von unserer Schnecke einfach so drunter packen können. Hier vorne wird dann angetrieben von der Zapfwelle und dann da hoch und auf einen LKW. So, ich bin noch mal eben kurz hier auf Silo drauf gegangen, dann kann ich euch noch mal eben kurz zeigen, wie wir das Silo befüllen. Wir haben als erstes hier vorne so einen Deckel hier, den können wir öffnen, da können wir gucken, wie voll das Silo schon ist. Befüllt wird dann hier vorne, der Deckel wird dann als erstes aufgeklappt und wird die blaue Schnecke rangefahren, so dass es genau passt. Und dann können unten, da wo wir so eben gesehen haben, wo das Getreide, also in dem Fall jetzt die Gerste, in die Schnecke gekommen ist, von da können dann halt Anhänger oder LKWs rückwärts ranfahren und von da aus dann ihr Getreide abkippen. Ich weiß noch nicht genau, wann wir uns wiedersehen. Bis dann erstmal. Hallo Leute, wir haben mittlerweile Dienstag und hier vorne steht der Holzspalter. Ich hatte euch ja erzählt, dass der John Deere 6190R am Holzspalter stehen würde, aber den haben wir die Tage wieder abgehangen. Den hängen wir jetzt dann aber wieder an.
So Leute, heute haben wir Mittwoch. Ich bin jetzt bei der Hafa und die wollten wir uns ja mal eben kurz gemeinsam angucken. Das Feld ist ungefähr 4 Hektar groß und hier stand vorher Zwischenfrucht. Wir haben ja dann einmal mit der Scheibenegge gelockert und dann direkt gesät. Die Pflanzen kommen hier so langsam aus und hier können wir sie überall sehen. Und wenn man so hier übers Stück drüber guckt, dann sieht man, dass die eigentlich auch ganz gut aufgelaufen sind. Das hier ist eigentlich ein etwas größeres Feld, um die 9 Hektar. Aber wir haben das jetzt getrennt. Das ist generell immer ein bisschen schwieriger zu berechnen, weil das so viele Ecken hat. Da haben wir hier einen schönen Abschnitt mit der Hafa, wo man dann ganz gut berechnen kann. Die Zwischenfrucht kann ich euch hier vorne auch noch mal eben kurz zeigen. Da haben wir nämlich auch noch mal einen Teststreifen. Da kann ich euch zeigen, wie gut das nach der Bearbeitung mit der Scheibenegge aussah. Hier vorne steht die Zwischenfrucht oder besser gesagt, hier stand die Zwischenfrucht. So viel von der Zwischenfrucht ist nämlich nicht mehr übrig. Wir haben hier vorne vereinzelt noch mal so ein bisschen Ausfallgetreide. Und hier vorne, da kann man noch mal so ein bisschen was erkennen, weil da ist die Berechnung vom anderen Feld noch mal ein bisschen drüber gekommen. Weil da ist schon ein ganz schön deutlicher Unterschied, wo jetzt Wasser war und wo nicht. Wir hatten ja letztes Jahr einen relativ trockenen Sommer. Und da hat es hier vorne der Zwischenfrucht natürlich gut getan, als hier mal ein bisschen Wasser drüber kam. Und hier kann man auch wirklich sehen, hier ist kaum noch was von dem Ausfallgetreide zu sehen, sondern wirklich nur noch Überreste der Zwischenfrucht. Hier sieht man nochmal schön, wie die Überreste der Zwischenfrucht wirklich von der Scheibenegge klein gemacht wurden. Trotzdem es in den letzten Tagen relativ viel geregnet hat, ist der Boden hier immer noch sehr locker. Und auch beim Aufziehen war der schon sehr locker. Mal gucken, wir wissen noch nicht genau, wann es Richtung Bodenbearbeitung geht. Aber so Richtung zweite Osterferienwoche könnte da je nach Wetter dann vielleicht schon ein bisschen was los sein. Nehme ich euch dann auf jeden Fall auch mit. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Ackerboden. Bis gleich. Ja, kommen wir nur noch mal eben kurz zu den Ackerbohnen. Ich stehe auf ungefähr 2 Hektar Ackerbohnen. Vorher war hier eine Winterfurche und dann haben wir direkt mit unserer Saphir hier gesät. Ja, hier ist es immer noch sehr nass. Ich habe euch ja in den letzten Vlogs den Raps auch gezeigt und da standen auch Ackerbohnen drin. Und das haben wir ja dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert und haben jetzt vor, das nächstes Jahr auch wieder zu machen. Deshalb haben wir dann jetzt hier die 2 Hektar Ackerbohnen gesät, damit wir uns dann nicht nochmal extra Ackerbohnen kaufen müssen, sondern so, dass wir dann hier direkt die Ackerbohnen haben und die dann auch für den Raps verwenden können. Die Ackerbohnen kommen zurzeit aus und das zeige ich euch jetzt nochmal. Wenn man hier im Gesamten über die Fläche drüber sieht, sieht man noch nicht ganz so viel. Aber wenn man dann hier mal näher rangeht, sieht man die einzelnen Pflanzen auch ganz gut. Man sieht hier auch immer wieder so ein paar Risse im Boden. Hier sieht man zum Beispiel einen, weil sich die Ackerbohnen jetzt hier hochdrücken. Hier zum Beispiel, da hier außen herum sind noch mal so ein paar Risse. Die drücken sich hoch und kommen dann, so wie hier jetzt zum Beispiel hier, dann an die Oberfläche. So, ich habe hier vorne jetzt mal eben kurz ein bisschen für euch gebuddelt. So sah die Ackerbohne hier aus, als wir sie gesät haben. Und hier sehen wir nochmal die Pflanze. Da ist die Ackerbohne. Und hier kommt dann oben die Pflanze raus. Wurzeln können wir ja auch schon gut welche sehen. Hier. Und wenn man da mal ein bisschen genauer guckt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, gehen da auch schon viele Wurzeln von der Pflanze nach unten. Hier bei den Ackerbohnen haben wir eine Herbizidmaßnahme gegen Unkräuter und Ungras vorgenommen, damit sich die Pflanzen besser entwickeln können und nicht im Wachstum gestört werden. Ja, das war es soweit schon wieder von den Ackerbohnen. Ich denke mal, wir sehen uns gleich auf dem Hof. Habe ich noch ein, zwei Dinge zu erzählen. Bis gleich. Ja Leute, das war es auch schon wieder fast von dem Video gewesen. Kommen wir am Ende des Videos noch mal eben kurz zu der John Deere Tour. Mein Papa und ich, wir waren vor ein paar Wochen auf einer John Deere Tour. Die ging 2 Tage lang mit einer Übernachtung. Ja, morgens fing es an, wir sind erstmal eine Weile mit dem Bus gefahren. Dann sind wir mittags ungefähr im Technikmuseum Speyer angekommen. Dort konnten wir uns dann 3 Stunden lang umsehen und alles Mögliche angucken. In dem Museum selbst gab es alles Mögliche an alte Technik, Flugzeuge, alte Lokomotiven, aber auch viele alte Motoren. Das war sehr interessant. Und von da aus sind wir dann erstmal weiter zum Hotel. Und am nächsten Morgen ging es dann schon um 7:45 Uhr weiter. Wir sind dann zum John Deere Werk nach Mannheim gefahren.
Hat ungefähr eine Stunde gedauert und das war natürlich das große Highlight der Tour. Das war auch sehr interessant. Wir waren erstmal im Forum. Dort stand dann zum Beispiel ein 7.350 R und am Ende stand dann sogar auch noch ein 8.410er da. Es gab natürlich dann auch einen John Deere Fanshop, habe ich auch die Mütze her. Dann gab es noch eine Führung durch das Werk selbst. Wir haben uns die Produktion angeguckt und es gab halt einen wirklich tollen Einblick in die John Deere Welt. Mittags gab es dann in der Kantine nochmal Mittagessen und dann ging es Richtung Nachmittag mit dem Bus auch schon wieder nach Hause. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video gewesen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.